So, jetzt können wir doch mit ihr reden. Wir grüßen Geralt, kein Problem. Machen wir. Ja, für mich ist Geralt der Vater. Es ist nicht nur der Ziehvater. Natürlich ist es nur der Ziehvater, aber es ist einfach der Papa. Ja, Geralt ist Siris Papa, ganz einfach. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Moment. Speichern. Die Ruhe vor dem Sturm. Gleich kommt die wilde Jagd. Oh Gott. Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal. Ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt. Oder? Nein, alles okay. Nur, dass du mich magst. Ist ja okay. Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Ach Gott. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Was? Ach, weißt du, reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. Ach, wir könnten jetzt... Siri, könnt jetzt mit ihm in Techtelmechtel trotzdem anfangen? Nein, komm, wir müssen los. Du hast recht. Die wilde Jagd hinter uns, ja. Vielleicht komme ich eines Tages wieder. Dann können wir uns unterhalten. Klingt gefährlich. Das sollte es nicht. Ich nehme Njord. Du nimmst Gaurücken. Sie ist alt, aber sie macht... Lauf, oh nein. Leben! Bleib hier. Ich... Ich komme alleine klar. Nein. Wegen uns ist es jetzt passiert. Kleiner? Geh lieber. Das schaffen wir schon. Bam, 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 bam. Nicht gut. Versuche, die Krieger der wilden Jagd zu besiegen. Komm schon, nein, 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 ha! Lass die Leute hier in Ruhe. Nein, 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 weich aus. Bam. Bam, 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 oh. Ah. Doch. Reite Ciri, nicht umsehen! Schwing dich auf die Pferde. Okay. Auf die Pferde, auf die Pferde, auf die Pferde. Was? Was war das? Die ja. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Bleib hier. Kümmere dich um Astrid und eure Mutter. Später. Wenn ich sicher bin, dass du es schaffst. Los! Okay. Na gut. Müssen wir jetzt hier rennen? Okay. Reite, Ciri! Nicht umsehen! Mach ich doch! Ich reite doch schon! Oh, hinter uns. Reite, reite, reite! Schneller, schneller! Sie holen auf! Ich sehe nichts, kann mich nicht umdrehen. Okay, jetzt mal voll daneben. Jetzt auch voll daneben. Na, so voll daneben. Der hat mich aufgeschickt. Was? Ja. Haha, daneben. Oh Gott. Reite, reite, reite. Vorne. Los, 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 los. Ist der Magier eigentlich jetzt hier? Jawohl, der hat ein Boot gesucht. Okay. Der hat die weggelockt.
Der hat sie betäubt. Und hat sie mitgenommen, einfach. Der ist nie abgehauen. Der war kein Feigling, der ist nicht abgehauen. Er hat Siri geholfen. Das war doch der kleine... Ich spiele jetzt langsam wieder an diesem Punkt, ne? Wo ich noch nicht auch weiter war. Wo ist sie? Ich weiß, wo die ist. Ich weiß, wo die ist. Hör auf jetzt. Hör auf. Wie war mein Donas? Aber er hat sie verkauft. An wen? Ich weiß, wo die ist, ich weiß, wo die ist. Hör auf jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein. Das mache ich. Das ist verständlich, das mache ich. Verschwinde, sag ich. Boah. Was denn? Was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja. Der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Das war kein Junge, Geralt. Es war ein Haufen verrottendes Fleisch. Die Seele Magie gesprochen war aber trotzdem noch drin. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen. No. Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Nicht von dir übrigens so besorgt, um die Leiche zu sein. Viel besorgter als um mich. Ganz ehrlich? Mir ist klar, dass es ihr jetzt schlecht geht. Sie hat sehr viel Energie vor. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Ne? Aber auch das mit dem Baum jetzt, das ist alles... Boah. Sie wusste das. Und diesen lehen Kerl, ja? Sie hat... Erst also der Leiche, sie hat keinerlei Mitgefühl gehabt. Und ganz ehrlich, wenn es nichts mehr gewesen wäre, gar nichts. Ja? Geralt hat recht, dann hätte es zum Beispiel nicht Aua gesagt. Und... die Emotionen waren ja trotzdem da. Ich meine, der hat ja jetzt diese Geschichte, die wir gerade gemacht haben, hat er ja gerade ihnen erzählt. Und das haben wir natürlich nicht gesehen, wir haben es ja jetzt im Prinzip selber erlebt, aber der hat sicher auch Emotionen da gezeigt. Ergo, sag ich, da war noch was. Die Seele hat das trotzdem alles jetzt live gekriegt. Die Seele, für die Seele war es trotzdem eine Qual. Der Körper, okay, der war verrottet, aber die Seele nie. Ja? Na, aua, bist du wieder gestoßen. Ich bin gerade gewillt, das gar nicht zu fragen. Ich bin gerade ernstlich gewillt, das nicht zu fragen. Ne? Ich frag, komm. Nee. Jen, verschwinden wir von hier. Jetzt sofort. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Der Garten! Oh Gott. Unser Garten! Konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Ganz ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend,
dafür werdet ihr bezahlen. Tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Ich war's ja nicht mal. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin! Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Okay, der Teil war jetzt ein bisschen heftig. Das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Kjall gesagt hat. Nicht auf den Skellige ist. Irgendwie steht sie. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Kjall am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussieht. Wo denn? In Velen, in einer Burg, in der bis vor kurzem ein selbsternannter Baron geherrscht hat. Jetzt hat dort seine rechte Hand das Sagen. Feldwebel Arda. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Das Ding ist eindeutig verflucht. Geistig völlig von der Rolle. Kein normales Gespräch wird möglich sein. Jammern hilft nichts. Alles wird gut. Ein Fluch? Bitte. Das ist doch für eine Zauberin und einen Hexer kein Hindernis. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Was wolltest du sagen? Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie... Nee. Nee, das glaube ich nie. Vielleicht verflucht wurde? Mm-mm. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Mm-mm. Soweit ich glaub weiß, ich hat sie in Novigrad versucht, einen mächtigen Fluch zu brechen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie es ist. Allerdings habe ich gerade so einen Gedanken. Ihr Begleiter, ne? Der wurde natürlich jetzt in dem Abspann, in dem Video gerade noch mal so viel gezeigt. Vielleicht ist er das. Ist das vielleicht Ciris Begleiter? Ist gerade so, ne? Okay. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skellig ist. Und auch nicht in Velen oder Novigrad. Sie ist verschwunden. Schon wieder. Vielleicht sollten wir noch mal durchgehen, was wir erfahren haben. Uns könnte ein wichtiger Hinweis entgangen sein. Ich hoffe, dass das so ist. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Ciris Spur ins Skellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas. Etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Okay. Was Zeit zu tun. Gut, wir sehen uns in Larvik. Können wir das später machen? Tut mir leid, aber ich muss noch etwas erledigen. Tu, was du tun musst. Ich warte eine Weile in Larvik auf dich. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns in Vysima. Okay. Wir schulden dem Kaiser schließlich einen Bericht. Naja. Sie ist unsere Sache. Nur unsere. Richtig. Mag sein. Aber so war das mit M hier nicht ab. Ist mir scheißegal. Ist mir total egal. Ist mir mega egal. Du bist deinem Patron gegenüber ja unglaublich loyal. Er ist auch dein Patron, mein Lieber. Nein. Vergiss das nicht. Sonst erinnert er dich selbst dran. Mich mit ihnen zu sprechen. Nein, ich habe nicht vor, ihm Bericht zu erstatten. Gut, ich kann dich nicht zwingen. Bis Daniel, pass auf dich auf. Warte. Mir geht's hier um Ciri. Diese Sache in Larvik, die ist mir wirklich wichtig.
Ich wäre froh, wenn du dich beeilst. Okay. Und die reitet jetzt direkt los. Okay. Sag dem Feldwebel des Barons, dass du Uma mitnehmen willst. Und was ist jetzt hier? Was wird mir jetzt hier angezeigt? Ah, hier ist ein Schnellreisepunkt. Okay, cool. Was will die jetzt von uns? Ist jetzt die Frage. Neue Quest, ein geheimnisvoller Passagier. Wir gehen mal kurz dorthin, was die von uns will. Hier ist auch noch was. Ah, ich hebe mir ein bisschen was auf, dass wir da noch ein bisschen was machen kann. Ich habe gerade voll Lust auf die Hauptstory. Hier hat man, das war die Insel. Ich überlege gerade, wo das war. Ich glaube, hier war das. Nee, hier war das nicht. Nee, das war die andere. Hier war das, glaube ich, hier hinten. Hier kriegen wir, glaube ich, einen Teil der Bärenrüstung. Wenn ich da mich recht erinnere. Ich glaube, wir müssen hierher, ne? Ist hier nicht das, diese Taverne, was die gerade gesagt hat? Ich will bloß mal ganz kurz, wir speichern vorher. Ich will nur gucken, was sie will. Das ist sogar was, also wenn es jetzt das ist, was ich vermute. Ich weiß es nicht, aber wenn es das ist, was ich vermute, wenn es ist, was ich vermute, dann werde ich das neu laden, weil das will ich nicht. Ich weiß aber eben nicht, was sie jetzt will. Ne? Ich weiß es halt nicht, was sie will. Ich gehe erstmal kurz gucken, weil ich jetzt nicht sicher bin, nicht, dass jetzt ich was Falsches anfange, sage ich mal, indem ich da hingehe. Was haben wir denn hier? Das gestohlene Schwert. Auftrag Geist des Waldes. Gewinnt Unterricht. Oh, hier gibt es einen Haufen Aufträge. Cool. Machen wir mal bei Gelegenheit. Ist das nicht hier? Das ist doch hier, oder nicht? Wir gehen mal zu unserer Kiste. Da können wir gleich mal das Zeug reintun. Ich speichere nochmal. Dass wir die Aufträge jetzt mit eingesammelt haben. Ich tue mal ganz kurz jetzt das Zeug in die Kiste. Ich will das hier reinpacken. Schwere, das fährliche Rüstung. Schlecht. Joa, das heben wir alles auf. Warte, wir haben eine Rüstung. Wir haben hier eine richtig krasse Rüstung. Wie sieht die aus, Geralt? Ja, kann man so anbieten, ne? Kann man irgendwie ganz, ganz nett. Ist ganz nett. Ist die nicht hier? Das ist doch hier eher. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Quest. Das hessische Endlein. Kermor. Oh, es geht zurück nach Kermor hin. Wie cool. Nice, das gefällt mir jetzt schon. Ich dachte, die Nebenquests. Letzter Wunsch. Triftchen. Larvik. Wo ist denn das? Das ist dahin? Ach du Gott, das ist da. Ich dachte, das ist auf der Hauptinsel. Okay. Ja, gut, dann. Sekunde. Warte mal, eine kurze Schnellreise. Wir gucken mal. Hier ist er irgendwo zum Schnellreisen da vorne. Oh, meine Nase krabbelt. Ich muss gleich niesen. Hilfe! Wir reisen mal schnell rüber. Gucken kurz, was Jen will. Wenn das jetzt nichts weiter ist, werden wir
zurück und den kleinen Kerl holen. Vor allen Dingen, jetzt liegt hier das ganze Zeug, was wir mit Siri gemacht haben. Hä? Hä? Ja, haut was nicht hin, Leute. Also, hätten wir jetzt hier noch länger gefarmt, im Prinzip hätte Siri jetzt hier noch mehr gekämpft, hätten wir dann im Endeffekt hier uns Haufen Zeug zusammen farmen können. Ne, Haufen auch, zum Verkaufen einfach. Wäre irgendwie geil gewesen. Wir laufen einfach mal kurz das Stück. Na, wir laufen mal einfach kurz. Du, 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 du. Boah, das ist ein Wetter. Ach, warte mal. Das ist ein Wetter? Ach so, okay. Da, guck mal, wir haben 4. Aha. Okay. Was haben wir denn hier? Kabelschwanz, meine. Cool. Das ist schon. Ich will die Fähigkeiten verbessern. Oder? Verbessern, jawohl. Wir haben noch 5 Punkte. Das Alchemie-Ding würde ich ja auch gerne mal machen, ne? Bomben. Bleib mal lieber erstmal hier irgendwie. Wieso kann ich das nicht aufwerten? Okay, ja, lassen wir das erstmal. Wir heben das erstmal auf. Achso, ich wollte meditieren. Wir heben das erstmal auf jetzt. So. Und ja, das hat sich jetzt nicht sehr viel verändert. Ich dachte, diese Taverne da hieß da so, aber das war wohl nicht so. Okay. War hier hinten. Oh, Rehe. Hallo, Rehe. Okay, das Wetter ist echt übel hier. Was ist mit ihr hier? Ich diene der Göttin und ihren Kindern. Wie kann ich dir helfen? Was haben die Hufeisen zu bedeuten? Die sind von den Teilnehmern an den Heldenrennen. Sind das mehrere Rennen? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Freya kennt keine Fremden. Jedermann kann sie ehren, indem er in den Rennen sein Leben aufs Spiel setzt. Oh Gott. Unsere Rennen sind anders als auf dem Festland. Bei uns gibt es nur eine einzige Regel. Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt. Manchmal ist das der Schnellste. Aber manchmal auch derjenige, der seine Gegner aus dem Sattel holt. Oh, also alles erlaubt. Daher der Name. Was kostet die Teilnahme? Mut. Wenn du den hast, häng ein Hufeisen da auf. Vielleicht auch nochmal, aber das... An Mut mangelt's mir nicht. Zeit ist bei mir schon eher knapp. Vielleicht komme ich wieder. Bis dann. Wieso? Was habe ich jetzt gemacht? Warum ist mein Name jetzt verflucht? Gibt's überall Quests? Hier ist doch... Oh. Oh. Die Götter werden dir niemals vergeben. Stell dich zum Teufel, Hexe. Oha. Und da ist die jetzt hierher gegangen. Clever, sehr clever. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Total. Die haben mich provoziert.
Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Okay, das klingt schon cool. Weißt du, wo du suchen musst? Nach dem Magier und dem Djinn? Die Leute hier sagen, sie hätten Amos Schiff zuletzt vorhin das Fjall gesehen. Kurz bevor ein Jahrhundertsturm losbrach. Dann werden wir sie kaum finden. Der Magier ist jetzt sicher Fischfutter und der Djinn ist auf und davon. Nicht unbedingt. Und selbst wenn, ohne einen Beweis gebe ich nicht auf. Hilfst du mir? Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Die Quest interessiert mich irgendwie ein bisschen. Andererseits... Verdammt, ich trinke mal kurz einen Schluck, wartet mal. Ich lehne mich mal zurück und trinke mal kurz einen Schluck. Ja, mal überlegen. Naja, ich will ihr... Die Quest an sich interessiert mich. Wenn die Quest jetzt von jemand anders hier gekommen wäre, wäre das alles kein Problem. So allerdings... Also wieder mit diesem Unterton, weiß ich nicht, meine ewige Dankbarkeit. Das ist so... Schon klar, was er anspielt. Aber Geralt ist von ihr los. Geralt hat Triss. Und ganz ehrlich, ich dachte, sie will unbedingt Ciri finden. Unbedingt will sie Ciri finden. Unbedingt, ne? Und jetzt? Sucht sie im Endeffekt wieder nach Macht. Sie will mehr Macht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das macht wieder irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, es geht nur um Ciri jetzt. Sie will unbedingt Ciri finden. Anscheinend nicht so sehr. Wenn sie Macht bekommt, mehr Macht, dann ist das natürlich was anderes. Weißt du was? Diesmal nicht. Tut mir leid, Jen. Du wirst deinen Djinn wohl alleine jagen müssen. Alleine kann ich bestenfalls ein paar Gespräche mit wütenden Skelligern halten. Wenn du darauf bestehst, dann reise ich eben nach Vysimar. Der Kaiser fragt sich bestimmt, welche Fortschritte wir machen. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kaer Morhen weiterreiten. Ich werde dazustoßen, sobald ich kann. Okay. Gut. Das ist sogar sehr interessant jetzt. Also sie hat der letzte Wunsch. Quest gescheitert. Okay, das akzeptiere ich so. Kann ich es akzeptieren? Ja, ich akzeptiere es. Okay. Darum geht's mir jetzt nicht. Mokuwak haben wir nochmal eine extra Quest jetzt gekriegt. Könnte gut ein, zwei Augenblicke gebrauchen. Ich will. Guckt, ich speichere es jetzt so. Also, ne, das ist jetzt. Das ist okay. Wir müssen also jetzt nach Vysimar reisen. Weltkarte, wie kann man. Oh Gott, alles. Skellige. Ah ne, das ist noch hier, okay. Ah ja, okay, Weltkarte. Wählen. Wo ist denn die Burg? Hier. Hier ist. Uma müsste hier sein, ne? Also Krähenfels. Gott, wieder ein Wählen. Das ist echt, also die Map ist wirklich... Ja.
Das ist schon, ne? Was, wenn die Zeit des Wolfssturms kommt, dann ist nicht von dem gelben Schnee? Man sollte nie gelben Schnee essen. Das ist nie gut. Hä, was meint die? Ich bin leicht verwirrt. Okay. Oh Gott, ich höre die Musik. Du bist überlastet. Geralt trägt zu viele Gegenstände. Wenn du viel weiter in die Hose hast, kannst du entspringen. Das Symbol zeigt dein Überlast. Okay. Wo sehe ich denn das Symbol? Okay, wir haben ein bisschen viel geladen. Wir müssen jetzt einmal was verkaufen bei Gelegenheit. So, wir haben gespeichert. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Also bis gleich.